Heute erfahrt ihr, wer Jon Snows Mutter ist. Höchstwahrscheinlich. Im deutschen Raum gibt es nur wenige Infos zu dem Thema R plus L gleich J, aber glaubt mir, das Thema ist so interessant, dass auch ihr es unbedingt mal kennenlernen solltet, vor allem falls ihr Fan von Game of Thrones seid. Und solltet ihr die erste Staffel bzw. das erste Buch von Game of Thrones nicht gesehen oder gelesen haben, schaltet ihr am besten jetzt aus. Also das hier ist eine offizielle Spoilerwarnung, kommt aber danach gerne wieder. R plus L gleich J ist eine Fantheorie und in ihr geht es prinzipiell darum, dass Jon Snow nicht der Bastard, also der Sohn von Ned Stark ist, sondern der Sohn von Neds Schwester Lyanna Stark und dem Prinzen Rhaegar Targaryen, dem Sohn des Irrenkönigs Aerys Targaryen. R plus L gleich J bedeutet dementsprechend nichts anderes als Rhaegar plus Lyanna gleich Jon. Der Ansatz zu der Theorie beginnt schon vor der Handlung der Bücher, beziehungsweise der Serie. Rhaegar entführte die für ihre Schönheit verehrte und eigentlich mit Robert Baratheon verlobte Lyanna Stark. Lyannas Bruder Brandon ritt daraufhin zu dem Irrenkönig Aerys nach King's Landing, um Gerechtigkeit zu fordern. Er wurde wegen Hochverrats verhaftet und sein Vater Rickard Stark wurde in die Hauptstadt berufen. Anstatt den Streit zu schlichten, ließ Aerys Rickard bei lebendigem Leibe verbrennen. Brandon strangulierte sich mit einer Gerätschaft, die Aerys erbauen ließ, selbst bei dem Versuch, seinem Vater zu helfen. Diese Morde führten dann schließlich zu Robert Baratheons Rebellion, an deren Ende die Targaryens vom Thron gestoßen und Robert Baratheon zum König ernannt wurde. So weit, so gut. Rhaegar soll während der Rebellion Lyanna geschwängert haben, ob mit ihrem Einverständnis oder nicht, ist eine ganz andere Frage, und ist daraufhin im Kampf gegen Robert Baratheon gestorben. Ned begab sich mit 6 Mitstreitern auf die Suche nach Lyanna und fand sie im Turm der Freude. Dort kämpften die Nordmänner gegen 3 Ritter der Kingsguard und besiegten sie. Als sie oben in Lyannas Gemächer traten, fanden sie sie in einer Blutlache vor. Der Fantheorie nach soll Lyanna im Kindbett gestorben sein und Ned angefleht haben, ihren Neugeborenen zu schützen und ihn als seinen eigenen Sohn auszugeben. Denn hätte Robert Baratheon erfahren, dass Aerys und Rhaegar Targaryen einen biologischen Nachfolger haben, hätte er den Säugling wohl kaum am Leben gelassen. Bedenkt, was Robert mit Daenerys vorhatte. Und der Theorie nach soll der Neugeborene also Jon sein. Aber wie kommt man darauf? Gibt es Beweise dafür? Naja, es gibt zumindest sehr, sehr starke, überzeugende Indizien. Lyanna sagt im Buch zu ihrem Bruder Ned, versprich es mir, Ned. Und der Theorie nach sollte Ned Jon als sein eigenes Kind ausgeben, was folgende Stellen beweisen können. 14 Jahre hatte Eddard mit seinen Lügen gelebt, doch verfolgten sie ihn nach wie vor des Nachts. Im ersten Buch ist Jon genau 14 Jahre alt und ihr müsst wissen, dass die Figuren in den Büchern alle ein gutes Stück jünger sind als in der Serie. Manche Geheimnisse sind zu gefährlich, um sie jemandem anzuvertrauen, selbst jenen, die man liebt und denen man vertraut. Ned kann das Geheimnis um Jons Mutter nicht mal seiner eigenen Frau Catelyn anvertrauen. Ned sagt außerdem zu Catelyn, er ist von meinem Blut und mehr müsst ihr nicht wissen. Ned sagt ganz explizit nicht Sohn, sondern Blut, was halt zutreffen würde, wenn Jon Neds Neffe wäre und nicht sein Sohn. Eddard spricht in einer Stelle im Buch über seine Kinder und sagt, mein Sohn Bran, dann ein paar Zeilen später Rob und Sansa und Arya und Rickon. Jon wird wieder nicht als Neds Sohn genannt. Ned Stark ist außerdem ein ehrenvoller Mann, was ihn ja schließlich auch umgebracht hat. Er würde so, wie wir ihn kennen, doch niemals mit einer anderen Frau ins Bett steigen. So heißt es in den Büchern über ihn, Robert schwor ihnen ewige Liebe und hatte sie noch vor Einbruch der Dunkelheit vergessen, doch Ned Stark stand für seine Schwüre ein. Er dachte an die Versprechen, die er Lyanna gemacht hatte, als sie im Sterben lag und an den Preis, den er gezahlt hatte, um sie einzulösen. Es geht um den Preis, den er zahlen muss, um seinen Schwur zu halten und der Preis ist im Fall Jon Snow eben zu lügen und dazu auch noch vorzutäuschen, mit einer anderen Frau im Bett gewesen zu sein. Und hier haben wir aber noch ein paar weitere Hinweise, die sich nicht ausschließlich auf Eddard beziehen. Jon soll zum Beispiel seiner Schwester Arya sehr ähneln und sie wiederum soll ihrer verstorbenen Tante Lyanna sehr ähnlich sehen. In den Büchern lautet außerdem eine Vision von Daenerys, eine blaue Blume wuchs aus seinem Spalt in einer Mauer aus Eis und erfüllte die Luft mit ihrem süßen Duft. Blaue Blumen bzw. blaue Winterrosen werden in den Büchern oft mit Lyanna in Verbindung gebracht. Diese Vision könnte darauf hinweisen, dass irgendwas an der Mauer ist, was mit Lyanna zu tun hat. Und das wäre dann ja Samuel Tarly. Schlechter Witz natürlich, Jon. Aber nicht nur in den Büchern gibt es Hinweise. In der 4. Episode der 1. Staffel sieht man Folgendes im Hintergrund.
Das alles muss natürlich nichts heißen, aber alle diese kleinen Hinweise deuten doch stark darauf, dass John der Sohn von Rhaegar und Lyanna ist. Aber was bedeutet das jetzt alles und warum ist es so interessant? R plus L gleich J bedeutet dann, dass John das Lied von Eis und Feuer ist, also Eis wie der Norden, also Haus Stark, also Lyanna Stark, und Feuer wie Drachen, also Haus Targaryen, also Rhaegar Targaryen. Er wäre somit eine enorm wichtige Figur und hätte theoretisch auch Anspruch auf den Eisernen Thron. Wenn man dann noch überlegt, dass die Targaryens Drachen befehligen können und die Starks mit ihrer Walk-Fähigkeit in Tiere und Menschen schlüpfen und sie lenken können, könnte Jon ja auch einen Drachen lenken, also wirklich heftiges Chaos anrichten. Für die waschechten Game of Thrones Kenner unter euch will auch gesagt sein, dass er womöglich Azor Ahai, der versprochene Prinz oder einer der Köpfe des dreiköpfigen Drachen sein könnte. Das war's mit unserem ersten Special zu Game of Thrones. Wie fandet ihr es? Fandet ihr das Ganze schlüssig? War es schwachsinnig? War es langweilig? War es zu lang? Schreibt uns einfach alle eure Meinungen in die Kommentare. Wir freuen uns darüber. Und ein ganz großes Shoutout und Danke geht auch noch raus an den amerikanischen YouTuber AltShiftX. Der hat auch ein Video zu dem Thema gemacht, an dem wir uns inspiriert haben. Wir haben uns mit ihm in Kontakt gesetzt und er hat gesagt, klar, ich habe die Theorie nicht erfunden, aber macht doch auch ein Video. Ihr dürft auch mein Zeug nutzen, super. Nächsten Samstag gibt es wieder ein Special, allerdings ein anderes. Und vielleicht ist ja ein Überraschungsgast da, mehr will ich nicht verraten. Vergesst nicht zu abonnieren. Ich bin Alper und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder hier auf die Filmfabrik. Vala Morghulis. Vala Doheris.